liebe Beteiligte an dieser Baumaßnahme. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem kleinen, aber feinen Spatenstich hier für den Neubau an der Rosenstraße. Sie sehen, wir sind eigentlich schon mittendrin. Das Bestandsgebäude ist quasi schon abgerissen, außer den Keller. Und der Neubau ermöglicht uns auch, dass wir dort deutlich mehr Wohnungen schaffen. Bisher 6 Wohnungen, künftig 14 Wohnungen. Mich freut sehr, dass wir die Baugesellschaft mit dem Land als Projektpartner gewinnen konnten. Ich darf den Herrn Bittner ganz herzlich begrüßen. Ich darf auf dieser Strecke bis hierher ganz herzlich Danke sagen, insbesondere dem Johannes Pinzel, der die Projektleitung übernommen hat. Es ist ja jetzt hier kein gemeindeeigenes Bauvorhaben, weil wir die Baugesellschaft München Land haben. Deshalb konnte auch jemand, der jetzt sozusagen nicht vom Baufach kommt, die Projektleitung übernehmen. Dann entstehen 14 Wohnungen, es sind insgesamt 852,27 Quadratmeter Wohnfläche, wenn die gemeindlichen Gremien zustimmen, verteilt auf Erdgeschoss, erstes Stockwerk und Obergeschoss. Es entstehen 6 Einzimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 35 bis 51 Quadratmetern sowie 8 Dreizimmerwohnungen mit einer Größe von 74 bis 80 Quadratmetern. Und dann tun wir mit dieser Maßnahme, mit den 14 Wohnungen, wieder als Gemeinde was, um den ja eigentlich im Prinzip schon zum Wahnsinn, wenn man so will, ausgearteten Mietmarkt hier ein bisschen zu entspannen. Es gilt auch für diese Maßnahme, für diese 14 Wohnungen, selbstverständlich der gemeindliche Mietpreisdeckel, den der Gemeinderat jetzt eingeführt hat. Und ich darf sehr gerne an den Herrn Bittner übergeben, wünsche aber davor noch allen Beteiligten an diesem Projekt alles, alles Gute, viel Erfolg für den Bau und vor allen Dingen, dass es eine sichere Baustelle bleibt. Ich kann mich bloß bedanken bei Ihnen und beim Gemeinderat, dass wir wieder für die Gemeinde tätig sein dürfen und hier wieder ein schönes Gebäude mit aufstellen dürfen. Die Gemeinde hat sich ja bestens bereit erklärt, hier mehr Wohnungen auch zu bauen. Es wären sogar noch ein paar mehr möglich gewesen, aber man wollte sich ja auch hier in die Umgebung einfügen und nicht alles vielleicht ausreizen, was ein privater Träger vielleicht gemacht hätte. Also herzlichen Dank, Herr Botho und dem Gemeinderat für den Auftrag. Wir werden uns bemühen, es wieder gut hinzubringen. 3, oder? 1, 2, 3. Da, nach mir. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist was netter Abend, aber.